Christine! Gott sei Dank, endlich! Ich hätte unbedingt müssen sehen. Mami, man hat abgemacht, dass ich zu dir komme, wenn etwas ist. Du hast das Telefon nicht abgenommen. Sine, das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht machen, okay? Du musst erreichbar sein. Bei wem soll ich mich schmelden, wenn irgendetwas ist? Kannst du mir das mal sagen? Das war das unbeschreiblichste Gefühl. Dich in meinen Armen zu haben. Ich war so allein. So verletzlich. Es war. Wie wenn die Sonne aufgehen würde. Und ich habe eine Fortbildung. Und die dauert Wochen? Ja, die dauert Wochen. Sozialmanagement, das ist wichtig für mich. Außerdem habe ich Stress mit Alex. Du hast dauernd Stress mit Alex. Als wir uns das letzte Mal sahen, da wolltest du dich trennen. Was weißt du schon? Und sowieso, es interessiert dich doch gar nicht. Warum soll es mich nicht interessieren? Warum sagst du das? Ach komm, hören wir auf zu streiten. Ich streite nicht. Wir wissen nicht mal, ob sie das überlebt. Dami, komm, mein Dami! Die Hurenanschlussung reicht mir nicht durch! Dami, sieh ich noch einmal von unten den Schläger und bring mich alle nicht mehr, oder was? Ja, was? Hey! Haut los, Herr! Ja, aber hallo? Bin ich jetzt hier im falschen Büro? Herr Kummer, bitte, nehmen Sie Platz. Excuse für die Verspätung, ziemliches Verkehrschaos in der Stadt. Ihr seid hier für das Amt der Grenzsicherheit, ist das richtig? Genau, ja. Hättet ihr Erfahrung in diesem Bereich? Mit Kriminellen und so? Ich finde da gar nichts in euren Unterlagen. Was seid ihr im Militär gewesen, wenn ich da frage? Also gemäss der damaligen Untersuchungen haben sie... Ich komme. Untauglich. Und euer Hintergrund? Also, ich bin Schweizer. Nein, beruflich meine ich. Aha, ja, ich war bei der CS aus Tresorwart. Hm? Ja, das ist alles. Es tut mir leid. Wartet. Die gehören von uns. Adieu, komm mir. Mami, es ist mitten in der Nacht. Ich weiß, es tut mir leid. Mama, du hast getrunken. Geh wieder ins Bett. Ich habe Schmerzen. Und ich bin so allein.
Sine. Sine! Ich bin schwanger. Mein Name ist Sandra Moser. Ich lebe in Basel. Ich arbeite in Basel oft auch, aber die Schweiz ist ja so klein. Ich liebe Geschichten und ich denke, Film ist eine wunderbare Sache, um Geschichten erzählen zu können. Mhm.